Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Mango Sticky Rice Rezept für euch. Ich habe euch letztens bei Instagram gefragt, ob ihr ein Rezept dazu haben wollt, weil ich es das erste Mal in meinem Leben gegessen hatte und ich war so begeistert und ihr wolltet das Rezept. Also hier habt ihr es. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir brauchen einen Reis, aber einen Klebereis. Also da muss Klebereis draufstehen und den findet ihr in asiatischen Lebensmittelgeschäften ganz sicher. Den habe ich mir 3-4 Mal gründlich gewaschen und dann 4 Stunden in Wasser einweichen lassen. Außerdem brauchen wir Kokosmilch, die dickflüssige aus der Dose am besten, Zucker, dann hatte ich da Salz, genau. Und wenn ihr einen Reiskocher habt, macht das im Reiskocher. Ich habe keinen, deswegen habe ich das in meiner Pfanne gemacht, in einer beschichteten Pfanne. Da kam mein Reis hinein, den habe ich gut abgesiebt. Dann kommt gekochtes Wasser hinein. Alles wird erstmal auf höchster Stufe zum Kochen gebracht. Und dann wird die Hitze auf mittlere gestellt und bei geschlossenem Deckel so circa 10 Minuten köcheln oder garen gelassen. In der Zwischenzeit wird die Kokoscreme zubereitet. Dafür brauchen wir eben die Kokosmilch. Wir brauchen Zucker und Salz. Das alles wird auf dem Herd zum Kochen gebracht und circa 5 Minuten weiter geköchelt, bis sie so ein bisschen eindickt. Dabei immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt. Wenn der Reis dann fertig ist, kommt diese Kokoscreme zum Reis und wird eingerührt, der Herd wird dann ausgeschaltet, der Deckel kommt drauf und der Reis muss dann nochmal für circa 10 Minuten ziehen, bis die Flüssigkeit sich da komplett aufgesaugt hat. In der Zwischenzeit bereiten wir aber unsere Kokossoße vor. Dafür brauchen wir wieder Kokosmilch, Zucker, Speisestärke und Salz. Das alles kommt jetzt in einen Topf. Ihr könnt den Topf von vorhin nehmen, den müsst ihr vorher nicht abwaschen oder so. Unter ständigem Rühren wird die Soße dann zum Kochen gebracht. Wenn sie aufgekocht ist, köchelt ihr sie gerade so eine Minute weiter, aber ständig verrühren. Und dann ist sie auch schon fertig. So, jetzt wird serviert. Ich habe mir hier ein Schälchen mit Frischhaltefolie ausgelegt. Ihr könnt den Reis auch so auf den Teller geben, aber ich finde, so sieht es echt hübsch aus. Und der Reis wird eben in das Schälchen hineingedrückt und dann auf den Teller gestürzt. Die Frischhaltefolie habe ich drin, weil der Reis ja eben sticky, klebrig ist und sich dadurch eben einfacher von der Schale lösen lässt. So, jetzt kommt die Mango noch dazu. Die habe ich mir in Scheiben geschnitten. Nimmt eine richtig reife Mango. Ich habe nur diese normalen gefunden. Es gibt, glaube ich, auch noch so, heißen die Honigmango oder so. Die habe ich aber nicht gefunden. Ja, dann kommt die Soße auf jeden Fall noch drauf. Ein paar Sesamkörner und fertig ist das leckere Gericht. Ihr müsst dieses Rezept unbedingt ausprobieren und mir eure Bilder schicken. Ich wünsche euch einen guten Appetit und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!